Hallo und herzlich willkommen zu Kanal 21 Backstage. Heute wird's bunt, denn ich sitze hier mit Vibravolt, einer Band, die als europaführend in Sachen Psychedelic Rock angesehen wird. Genau. Ihr kommt aus Düsseldorf, macht aber im Ausland oder feiert im Ausland die größten Erfolge, wie zum Beispiel den Sprung in die englischen Classic Rock Charts. Wie ist das passiert? Wir haben da eine Platte gemacht und die hat sich gut verkauft. So wie das bei anderen Bands auch ist. Was sind denn so die Länder, die eure Musik favorisieren? Griechenland, würde ich sagen. Auch. Ja, Italien, Deutschland, eigentlich überall. Wo denn in Deutschland? Also da muss ich schon sagen, es gibt so ein Nord-Süd-Gefälle. Es ist auf jeden Fall mehr im Süden als im Norden. Mhm. Also man merkt das schon, so die Bayern, die brauchen einen harten Sound. Ich habe in diversen Online-Foren oder Musikmagazinen gelesen, dass eure Musik als Psychedelic Rock, Space Rock angesehen wird. Stimmt ihr dem zu oder würdet ihr sagen, ihr seid in einer anderen Schublade? Ja klar, natürlich auf jeden Fall. Oder Psychedelic Space Rock, ja, ne, kann man so sagen. Finde ich gut. In diesen Online-Foren, die ich eben erwähnt habe, stand auch, dass ihr nach eurem Debütalbum 2001 einen Meilenstein nach dem anderen gesetzt habt in der Psychedelic Rock-Szene. Stimmt ihr dem auch zu? Wenn das irgendwie so ankommt oder so, ist das natürlich super. Und wenn das dem Projekt Vibravolt ein bisschen nach vorne hilft oder sowas oder unsere Musik irgendwie supportet, ist das auch super. So, aber das irgendwie so zu beurteilen oder so, ich glaube, das sollten andere Leute machen und nicht die Band. Wir machen die Musik, wir beurteilen die nicht. Und wenn das gefällt, ist das super. Ja. Und dann freuen wir uns darüber. Vor einiger Zeit habt ihr auch im Kanal euer erstes Konzert gegeben, beim Fernsehkonzert. Was hat sich bis dahin so getan? Also von damals bis jetzt? Musikalisch? Menschlich? Privat? Ja genau, wir heiraten. Die Kinder sind schon groß mittlerweile. Allen geht's gut irgendwie. Das war eine schöne Zeit. Ja. Nee, ist viel passiert, wirklich. Aber irgendwie so, auf der anderen Seite kann ich das gar nicht so sagen, weil so viel passiert ist, dass im Prinzip alles wieder gleich geblieben ist. Ja, also ich meine, oder? Darius hier mit seiner Vox-Orgel dazugekommen, das ist ja erstmal schon mal eine Bereicherung. Ja. Ne? Also ganz ohne Scheiß jetzt irgendwie. Und das verdanken wir alles nur Kanal 21. Sehr schön. Weil der hat uns da nämlich gesehen und hat sich gedacht, hat angerufen, hat gesagt, super, wenn wir noch so ein bisschen mehr dann so in die Bon Jovi-Richtung gehen, bin ich dabei. Dann haben wir gesagt, haben wir schon lange vorgehabt, machen wir sofort. Und eure Bon Jovi-Richtung ist auch auf dem neuen Album zu hören, was heute rauskommt? Ja, genau. Und erzählt doch vom neuen Album, was hat sich da getan musikalisch, was hören wir, wenn wir das Album hören? Was hört man denn da? Also das kommt immer drauf an, wie man so selber drauf ist, ne? Wenn man das gut findet, hört man dann wahrscheinlich was Schönes. Wenn man das nicht gut findet, hört man wahrscheinlich ganz fürchterlichen Lärm. Aber da kannst du bestimmt noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, was ihr euch dabei gedacht habt bei den Songs. Oder habt ihr euch da wieder bei nichts gedacht? Nö, die Hauptsache ist Geld verdienen irgendwie. Also das war halt, glaube ich, das Wichtigste. Haben probiert, ja genau. Also vor allen Dingen reich. Berühmt ist nicht so wichtig. Wenn man Kohle hat, braucht man nicht berühmt sein. Ich habe ja schon aufgeschnappt unten im Konzertraum, dass ihr auf dem Album ein bisschen kommerzieller geworden seid. Wie macht sich das bemerkbar? Ja, ich erzähle das die ganze Zeit. Vielleicht glauben das die Leute ja irgendwann. Scheiße, haben wir jetzt irgendwie konterkariert. Nö. Das ist ein sehr kommerzielles Album, also wirklich. So die meisten Sachen, wir wollten noch Videos drehen, wo wir uns als Band dann so im Brunnen duschen. Ja, so wie Shakira das macht, ne? Ja, das schauen wir uns dann an, wenn es draußen ist. Machen wir. Also den Brunnen konnten wir heute leider nicht mitbringen, weil leider Studio zu klein war. Wir hatten nämlich einen sehr großen Brunnen besorgt, ne? Das Studio ist zu klein? Das halte ich für ein Gerücht. Wir haben einen super großen Brunnen, wirklich. Slow down, you're moving too fast. Was war euer größter Erfolg in der Musikkarriere? Also mit Vibravolt. Griechenland Tour, die war schon ziemlich geil so. Also da haben sie uns wirklich am Flughafen empfangen und da irgendwie durch die Lande da gekarrt. Das war immer echt eine riesengroße Nummer da. Und die Leute haben auch so darauf reagiert, so, also das Publikum. So. Das war schon echt ein fettes Ding. Und wann geht's wieder nach Griechenland oder was sind eure Pläne für die Zukunft? Ich weiß nicht, also ich denke mir auf jeden Fall, in meinem Fall haben die schon mal ein Ticket gespart, weil ich will nicht mehr fliegen. Ne? Also, ne? Ja, das bringt gar nichts. Weiß ich nicht, also ansonsten gucken wir mal. Also jetzt kommt erstmal tatsächlich auch in Griechenland das aktuelle Album nochmal als Vinylschallplatte raus. Ne?
so halt auf die größten Erfolge. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man tatsächlich sagen, irgendwie das Schönste war bis jetzt irgendwie das Sky Saxon von den Seeds noch vor seinem Tod bei uns gewesen, das mit uns seine letzte Platte aufgenommen hat. Das war natürlich so eine ganz tolle Geschichte eigentlich. Ne? Also ich meine, der kam nach Deutschland und hat gesagt, der will das mit uns machen, weil alle anderen interessieren ihn nicht. Und das war schon sehr cool. Ja, wollt ihr noch vielleicht einen Aufruf in die Kamera starten zum aktuellen Album, dass das heute rauskommt? Genau, heute kommt die Mind Drug raus von Vibra Void und hört rein, kauft euch das Zeug, ist geil. Ja. Okay, bis später. Kauft euch Zeug, genau. Viel Spaß damit. Ich bedanke mich für das Interview und ich freue mich auf ein buntes Konzert jetzt mit euch. Und ich würde sagen, das war's vom Kanal 21 Backstage. Schaut rein auf unserer Internetseite www.myspace.com/Fernsehkonzert.